Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Weiter geht's. Wir haben ja jetzt schon zwei Fähigkeiten. So, beziehungsweise zwei, drei, ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall. Zerstören mich. No, ich wollte die Tür nicht öffnen. Ich brauche ein bisschen Essen. Ey, schmeiß die Tür weg. Das ist ein bisschen mittlerweile außer Kontrolle, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wo ich was fressen tue. Komm her. Oder welcher Arm ich gerade steuere. Wir sind wirklich ein bisschen sehr groß. Fuck. Holy moly, ist der stark. Fuck, der zerstört uns. Zerstört uns aber richtig. Können wir die ja nicht, schade. So, ein bisschen Größe wieder. Was steht hier? Achtung! Die Gefahr. Gefahrenmülldeponie unterhalb des Militärschrottplatzes ist noch sicher. Alle überlebenden Mitglieder des Uranminenteams sind aufgefordert, dort Schutz zu suchen. Ich muss sagen, es ist echt langsam schwierig. No, da bin ich nicht durch. Okay, hineinquetschen. Was bringt uns das? Und dann geht's wo lang oder wohin? Dann müssen wir da wieder durch. Es sind einfach Abkürzungen.
Uranmine. Okay, ich speichere mal kurz. Das Speichern ist auch ziemlich cool gemacht. Wie ich finde. Gibt es hier noch was? Wahrscheinlich halt eben nicht. Ne, ich glaube, wir müssen da uns wieder durchquetschen und dann beim anderen Portal raus. Und in den nächsten Chapter. Wo auch immer das gerade war. Wahrscheinlich hier, ne? Oder links? Entlang? Militärschrottplatz. Ne, links entlang ging ja nach der bloßen Bogen, oder? Ja. Jetzt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Wo wir hin müssen, was wir machen müssen. Das war hier. Hier gibt's das da. Und da geht's noch weiter. Oh no. Biomasse platzieren im Wasser. Okay. Oh no. Quetschen. Ah, jetzt, okay. Oder nicht? Und interessanterweise können wir nur noch dashen. Also nicht, nenne ich jetzt einfach mal so. Hä? No, wieso? Egal. Oder, wait, müssen wir so viel Biomasse platzieren, damit wir hier durchkommen irgendwie? Vielleicht, wenn die ganz klein sind. Mal schauen. Ah, jetzt. Okay, aber aufnehmen kann man die Biomasse nicht, wie schade.
Aber jetzt sind die zu klein. Shit. Okay. I see. Man kann sie wieder essen, die Biomasse. What? Nice. Okay, rechts könnten wir Biomasse platzieren. Weil jetzt sind wir einfach beim Airdashen. Und kommen mit Sicherheit hier hinein. Er ist tot. Und er ist auch weg. Shit. Wollte ich doch nicht. Okay, weil hier kann man sich noch hineinquetschen. Eindämmungseinheit Nummer 1. Noch ein bisschen mehr die Gegend verseuchen. Und unsere Spuren hinterlassen. Ein Monster, ein Einmachglas. Verschaffe dir Zugang zu einer irgendwas neue, denn es absorbiert Echolot. Finde es bare leicht. Alright. Klar, oben gibt's nichts. Dann können wir jetzt hier zurück. Berauschung. Dringe in die Gefahrenmülldeponie ein. Grenzgebiet Sumpfland. Es ist so weird, manchmal das Zeug hier zu steuern. Okay, da geht's nicht. Okay, das ist raus. Das ist ein Ausweg. Lass mich raten, ich muss jetzt hier wieder Biomasse platzieren, damit ich klein bin.
Okay, was bringt mir das? Diese Einrichtung ist mit einem automatisierten Drohnenverteidigungssystem ausgestattet. Zugang ohne Befugnis ist untersagt. Oh shit! Alright! Und jetzt? Okay, sie tot. Ich glaube, ich habe es geschafft. War ein bisschen, wie soll ich sagen? Glück. Mehr Glück als Verstand. Okay, nach oben geht's aber auch. Nach oben geht's nicht. Aber nach unten. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier in dieser Erinnerung oder Zeitschleife, was auch immer es wieder war. Bis zum nächsten Mal hier bei Carry On. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.